Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch. Ich bin jetzt schon fleißig am Werken. Ich habe jetzt schon einen Kranz vorbereitet. Den habe ich ganz frisch mit Grün, mit Moos umwickelt. Und den anderen, den habe ich ja letztes Mal im Video schon gezeigt, diesen Weidenkranz. Und jetzt mache ich noch einen aus Heu. Und die werde ich dann im Anschluss dekorieren. Wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt noch mal dazu. Bis gleich. So, ich habe den Kranz jetzt schon fertig gestaltet. Ihr habt ja gesehen, dass ich das Heu ganz wild gefasst habe. Also richtig schöne dicke Büschel und dann gut gedrahtet. Und ein bisschen mit Sprühkleber beklebt. So hält es super toll. Dann den unteren Bereich einfach fester gewickelt mit dem Heu und einfach noch ein bisschen Moos drumherum gewickelt. Ein paar kleine Lärchenzäpfchen, ein kleines Häschen habe ich jetzt schon so ein bisschen österlich gestaltet und so ein paar Wachteleier. Mehr möchte ich da gar nicht machen. Ihr könnt natürlich auch noch ein anderes Accessoire oder was zum Hängen hinhängen. Das ist jetzt einfach nur ein Grundbeispiel. Schön fände ich ihn auch einfach nur ganz mit dem Heu, so ganz wild umwickelt. Ja, dann habe ich hier den Kranz von letztem Mal. Das war ja der Weidenkranz mit den widerspenstigen Weidenzweigen. Und den möchte ich jetzt auch gerne als Türkranz für euch dekorieren. Da habe ich mir jetzt überlegt, einfach, also ich habe mir auch ein paar Accessoires jetzt hier bereit gelegt. Ich weiß es noch nicht genau, was ich mache, auch mit dem anderen. Das lasse ich jetzt auf mich zukommen. Es wird alles ein bisschen schlicht. Hier hänge ich jetzt einfach so ein paar Blumen rein. Das Schöne ist, der ist ein bisschen breit und durch die Zweige kann man natürlich auch ein paar Elemente schieben. Was dann für Ostern möglich ist, jetzt nicht diese Blüten, sondern einfach ein paar Eier reinhängen. Das geht auch. Das ist auch bestimmt total knuffig. Ostern ist noch weit, aber trotzdem kann ich das ja schon als Beispiel einfach nennen. So, es klappert ein bisschen. Und jetzt möchte ich einfach die Hyazinthen. Ich weiß nicht, ob eine oder zwei. Die sind jetzt auch schon ein bisschen gewachsen. Da habe ich einfach die Zwiebel mit Moos umwickelt mit Draht. Und die setze ich jetzt auch hier rein und umwickel das Ganze dann mit Wickeldraht. Mit dem Grünen. Ich stecke mir jetzt erstmal einfach zwei Enden durch und schau mal, wie gut es dann hält. Eventuell mache ich dann noch mal zwei Enden, also wie so eine Gabelung. So, von hier oben an. Und dann kann man das hier unten wunderbar verzwirbeln. Eigentlich hätte ich sie gern in diese Position gehabt. Ich muss mal gucken vom Wachstum her. Jetzt drehe ich noch ein bisschen, bevor ich sie ganz festzwirbel. Na, so gefällt es mir doch gut. So, feste anziehen. Ich glaube, da brauche ich noch mal eine zweite Befestigung.
Jetzt sehe ich ihn nicht. Ah, da kommt er. So, und da glaube ich, kommt noch an die Seite eine zweite. Und die befestige ich jetzt genauso. So, da steht schon ein bisschen toll. Jetzt werde ich hier noch zwei Zapfen reinkleben. Noch einen auf die andere Seite. So. Und mehr möchte ich nicht machen. Und die Lichterkette habe ich ja vorher schon eingefädelt. Die hängt hier unten. So. Das ist die Nummer 2. Und wie gesagt, auch ein paar Eier könnte man da reinlegen oder einfach nur mit Moos auskleiden, das Ganze. Eier hier runterhängen lassen und da auch vielleicht einfach nur ein Häschen rein. Oder auch eine kleine Zwiebelpflanze. Das ist jetzt so eine Tete, die könnt ihr natürlich auch reinsetzen. Also einfach ein bisschen kreieren. Den hänge ich jetzt auch gleich hinter mich. Und dann geht es mit dem dritten weiter. So, der wird auch ganz schlicht. Ich finde gerade, das Moos wirkt ja schon allein für sich. Ich mag es einfach gerne, wenn das so, wenn gar nicht so viel dran ist. Und halt auch klar mit einer Korkenzieher-Hasel. So, die werde ich ankleben, weil... Ich versuche es halt, wenn das Moos halt noch nass ist, dann müssen wir das ein bisschen haften. Einfach mit einem Draht. Das mache ich noch zusätzlich, aber ich klebe es halt auch noch ein bisschen an. So, heiß. Ha. So, da kommt eigentlich schon fast nichts mehr dran. Da bräuchte es eigentlich jetzt auch nichts mehr. Aber ich mache noch ein bisschen Rinde dran. Jetzt zeige ich das nochmal, wenn ihr... keine Haften habt, dann könnt ihr euch einfach so einen grünen Draht angabeln. Das geht genauso gut und damit dann den Kranz, also die Dinge befestigen. Ups. So. Und jetzt werde ich noch diese zwei Rindenstücke, die habe ich jetzt noch hier liegen, weil ich gar nicht genau wusste, wie ich es jetzt dekoriere und denke mir einfach nur mit der Rinde, das gefällt mir ganz gut. So, ah, jetzt ist der Stick leer. Und die klebe ich einfach da oben drauf. Das Schöne hier an der Rinde ist, die hatte auch noch so ein bisschen Moos. Die ist noch so schön bemoost. Das passt halt wunderbar auch zu dem Mooskranz dann. Und da hänge ich einfach nur so ein Herz in die Mitte.
Das ist die Nummer 3. Total simpel, total einfach. Da könnt ihr natürlich auch noch mal eine Lichterkette reinschlingen, wer das gerne mag und es noch ein bisschen beleuchtet haben möchte. Und auch hier unten kann man das noch dekorieren. Da kann man sich dann auch zu Ostern einfach ein Nest bauen mit kleinen Eiern. Nun denn, sind wir soweit? Okay, also das sind jetzt 3 Beispiele. Ich denke, da ist doch für den einen oder anderen was dabei. Habt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ich möchte mich nochmal für all die Zusendungen bedanken, die ich bekomme von euren Werkstücken. Das sind jetzt schon einige gewesen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig und sehe halt auch, wie ihr es gestaltet. Und großartig, einfach großartig. Vielen Dank. Also gerne Bilder senden. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, jetzt sind wir am Ende. Ich wünsche euch derweil eine gute Woche. Seid kreativ. Und nochmal die alte Leier. Auf Instagram bin ich auch. Wer nicht auf Instagram ist, der kann auf meiner Startseite im Shop ganz nach unten scrollen. Da werden die letzten beiden Posts gezeigt. Das ist mal das aus YouTube oder auch mal was anderes, wenn ich eine kreative Phase habe. Mehr kreative Phasen habe. Wenn ich Lust habe, noch was anderes zu gestalten. Über einen Kommentar freue ich mich riesig. Ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Einige Kommentare werden mir gar nicht angezeigt. Das ist einfach so das System. Wenn das ältere Videos sind, da kann ich gar nicht mehr hinkommen. Da weiß ich dann auch nicht mehr wie, wo, was. Ja, und über ein Like freue ich mich auch. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.